Ja, hallo, willkommen zurück hier, Project Zomboid, Zomboid. Ich habe gerade rausgefunden, wie man Fenster einschlägt und da durchklettert. Das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten hier mit dem Golfschläger. Man muss nämlich beide Fenster einschlagen, dann kann man es auch groß genug, um durchzuklettern. Wenn die Figur nicht aufhört, die Bewegung zu machen mittendrin. Okay. Das hat nicht funktioniert. Nehmen wir mal das nächste Fenster. Wahrscheinlich noch ein bisschen buggy. Das auch noch nehmen. Aber immer noch nicht durchklettern. Es scheint auch nicht bei jedem zu gehen. Ich mache hier einen Lärm, das ist unglaublich. Zum Glück ist hier noch keiner. So, hier war ja nichts. Wahrscheinlich so viele Zombies an. Die kann man auch nicht einschlagen. Auch nicht so nah. Vielleicht an den Häuserecken vorbeigehen. Und vielleicht ins Schlafzimmer einsteigen. Ja, hier geht's. So, noch ein Golfschläger, ein Kopfkissen. Kopfkissen nehmen wir immer, genauso wie Laken. So, ein Golfschläger reicht uns eigentlich, da brauchen wir keinen zweiten. Doppelgolfschläger, das ist irgendwie, das wäre eher was für Saints Row oder so. Ein Spiffo, oh, ein Kuscheltier, oh, ein Seesack. Schulranzen, aber diese Container. Kann man sicherlich das ein oder andere dann mit machen, aber so. Das nehmen wir mit. Schmerzpillen nehmen wir definitiv mit. Badetuch und Rasierer. Ein bisschen Hunger, aber gucken wir erstmal noch. Vielleicht liegt ja hier was im Kühlschrank oder im Schrank. Hundefutter, sicher ist sicher. Eine Whisky-Pulle nehmen wir natürlich auch mit. Dose mit Bohnen und Dosenöffner. Jetzt den Dosenöffner auch mitgenommen. Also ganz ohne Dosenöffner, so Brokkoli essen. Lachs nehmen. Speiseeis nehmen. Und Wassermelone nehmen. Ja, Wassermelone wird dann bestimmt schon zu viel sein. Ja, hätte ich fast vermutet. Hey, lohnt sich es nochmal wieder herzukommen. Okay, dann legen wir den Lachs vielleicht erstmal nochmal zurück. Und vielleicht die Wassermelone auch. Bringen unsere Beute erstmal nach Hause. Weil so ein Dosenöffner und so eine Dose Bohnen. Das schadet auf alle Fälle nicht zu haben. Und als Arbeitsloser in Amerika bin ich es bestimmt auch gewöhnt, Dosenbohnen zu essen. Vermute ich zumindest mal. Dann haben wir nämlich auch hier noch für das letzte Laken. Sehr gut. Dann. Ja, jetzt sind wir schwach und zu viel dabei haben. Aber das wird sich ja relativ schnell gleich erledigen. So, Kühlschrank. Das Speiseeis in den Kühlschrank. Und hier auch einen Laken anbringen. Ich hoffe, das ist nicht Vorhänge zuziehen. Ich hoffe, das macht dann nicht. Fängt dann kein Feuer sozusagen. So, Pulle Whisky. Schmerzpillen. Rasierer. Das bewahrt man zwar eigentlich im Bad auf, aber wollen wir mal nicht so sein. Hundefutter.
Gabel, falls wir noch keine hatten, einen Dosenöffner. Dose mit Bohnen. So, die Nägel müssen wir nicht mit uns rumschleppen. Badetuch müssen wir eigentlich nicht. Was können wir mit dem Badetuch? Können wir das zerreißen? Nee. Da können wir bestimmt wen mit ersticken oder so. So, dann immer aufmachen. So, Vorhänge zuziehen und die können wir doch bestimmt hier auch noch zuziehen. Laken nehmen. Und Kopfkissen. So, kann man das Kopfkissen aufs Bett packen? Nee. Kann auch nur wen ersticken mit. Brauchen wir natürlich nicht auf den Boden legen, das können wir auch in den Schrank legen. So, dann ist es doch hier jetzt zumindest schon mal richtig dunkel im. So, das zweite Kopfkissen habe ich noch nicht weggepackt. Dann haben wir sogar tatsächlich noch einen Laken. Den Golfschläger haben wir. Nee, den Golfschläger werden wir auf alle Fälle mitnehmen, aber. Tür zu machen hier. Immer Türen schließen von den Räumen, dass man dann nicht. Dass es einen nicht so erwischt, sag ich mal. Überall mal die Laken hier an die Fenster anbringen. Das hilft uns in der Nacht. So, können wir noch was hier lassen? Dosenöffner, den Dosenöffner können wir auf alle Fälle noch hier lassen. Dann haben wir 5 von 12. Können wir eigentlich nochmal in das Haus gehen, was hier vorne so ganz gut war. Zum Plündern. So, da vorne sind Zombies. Sag ich, hätte die Tür zumachen sollen. Ist immer ein bisschen. Bisschen doof, dass ich das. Chips, dass ich das manchmal vergesse. Ein Teekessel, da kann man bestimmt Tee mit trinken. Wenn wir noch Tee finden. So, hatten wir jetzt hier noch was vergessen? Glaube nicht, ne? Schönes Haus gewesen auf alle Fälle. So, mal nach Hause bringen die Sachen noch. Manchmal geht das Rechtsklick-Event auf alle Fälle nicht. So, Kühlschrank. In den Kühlschrank kommt jetzt noch der Lachs, den ich nicht mit habe. Hä? So ein Unsinn. Die Chips raus. Es hackt gerade ein bisschen. Das ist da voll. Mal die Chips hier reinmachen. Ein Teebeutel. Passt ja zu meinem Teekessel. Da ist der Lachs. Frisch umgekocht Lachs. Lachs rein. Und ich dachte, es gab noch eine Wassermelone. Muss es auch noch gegeben haben. Wasserflasche. Hm. Oh, ein Zombie. In meiner Nachbarschaft. Ich denke mal, das Problem räumen wir mal lieber aus, bevor es zu viel wird hier. Ah,
Nein, er hat mich gebissen. Hohe Anstrengung, du kannst kaum noch rennen, ja. Hat mich der Zombie mit der Einkaufstasche angegriffen. Jetzt, ich glaube, das Spiel ist gar nicht dazu, sehr dazu gemacht, hier sich mit Zombies anzulegen. Vielleicht, wenn ich mich anschleiche. Naja, die sind zu nah dran immer. Und dann kommt man nicht mehr. Ich meine, wenn ich dem da volle Hütte mit dem Baseballschläger eine verpasse, mit dem Golfschläger eine verpasse, dann muss doch was passieren. Nein! Nee, die halten zu viel aus, glaube ich. Das kann ja wirklich ein Learning auch für die anderen Sachen sein. Nein, vorbeigeschwungen. Okay, da ist ja nichts passiert, ja. Also das Prügeln mit dem Zombie uns ganz schön Schmerzen. Panisch und hohe Anstrengung. Okay, was mit der hohen Anstrengung? Auf dem Boden ausgießen. Gucken wir mal. Also okay, man sollte sich nicht so viel mit den Zombies anlegen, so wie es aussieht. Das ist auf alle Fälle erfahrungswert. Wenn die einen kratzen, ist wahrscheinlich auch nicht gut, ne? Aber das Töten von Zombies gibt auch Skillpunkte, also wenn ich bedenke, wie viel ich beim letzten Mal für Munition ich da gefunden habe. Jetzt habe ich eine Knarre und finde halt keine Munition. Alles nehmen. Das ist schon mal gut. Halt. In der Taschenlampe nehmen wir definitiv auch mit. Erdbeersaatgut nehmen wir mit. Erdbeeren, Krebs, das ist auch hier schönes. Ich meinen Golfschläger jetzt abgelegt. Kann ich ja nicht gut heißen hier. Richtig gut hier was zum Mitnehmen. Mal gucken, was hier hinten noch ist in dem Store. Oh, Saatgut nehmen wir auch mit. So, noch ein Buch finden. Ah, wenn man hier hinten klickt. War bestimmt auch der Grund, warum ich die Wassermelone nicht mehr habe, die ich bestimmt da fallen lassen. Wenn nämlich hier klickt, dann kommt nämlich fallen lassen und beim Nehmen, das Nehmen sozusagen. Mal hier nochmal im Müll gucken. Ja,
Schmerzen, geringfügig verletzt, erste Hilfe benötigt. Da würde wahrscheinlich so ein Laken in Fetzen zerrissen ganz gut funktionieren, was ich gerade nicht habe. Okay, den müssen wir auch noch umlegen. Ja, müssen wir den umlegen? Ja, den Zomber hat er uns gesehen. Jetzt müssen wir den umlegen. Den wiederum haben wir jetzt ganz gut getroffen. So, Badetuch. Kann man das Badetuch benutzen? Also das wie Radieschen packen wir wahrscheinlich lieber im Kühlschrank. Die brauchen wir gar nicht. Das ist alles nicht... Ich das jetzt fallen lasse, packt er das dann da rein? Nee, dann packt das auf den Boden, ja? Auch nicht. Wo auch immer das hinpackt. Aber wir nehmen mal hier den Vorhang entfernen. Dann müssen wir den ja jetzt hier haben. Zu Bandagen zerreißen. Und die Bandage. Bandage. Verband anlegen am Arm. Das dauert jetzt ein bisschen. Okay. Jetzt möchte ich nur gucken, Eggplant, wo er das hinpackt. Da rein. Okay, dann Erdbeeren, Krebs, Äpfel, Karotten. Kohlköpfe, Orangen, das Saatgut. Die Radieschen, die Tomaten. Ja, ganz gut was abgestaubt hier. Batterien, das muss man. Batterien sind noch gut. Dann packen wir die auch erstmal nochmal in den Schrank. Na, Taschenlampe. Boah, ist krass, wie doll mein Haus strahlt. Das kann ich eigentlich nicht gutheißen. Macht er dann das Licht aus? Ja. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt schlafen will. 20.15 Uhr. Ja, warum nicht? Immer noch leichte Schmerzen. 1 Uhr, 2 Uhr. 4 Uhr. Ja, wenn um 20 Uhr schlafen geht. Oh, 4 Uhr ist auch schon relativ hell wieder. Können wir die Taschenlampe eigentlich immer mit in den Schrank legen? Ist ja immer gut, eine zu haben, aber jetzt brauche ich sie gerade nicht dabei. Ist auch relativ schwer. Keine Zombies zu sehen, dann können wir uns mal noch ein bisschen tiefer hier reinwagen. In die Garage. Ist da was? So ein Schrank mit einem Brett. Nehmen wir einen Hammer. Nehmen wir auch. Oh, nachher alles nehmen, das ist ja gut. So, Bretter, Hammer, Nägel,
Ah, muss man aufpassen, das kriegen wir wahrscheinlich. Warte mal, den Hammer brauchen wir gar nicht. Ein Hammer reicht schon. Ich die Nägel noch. Na? Okay, die Hämmer. Jetzt wirklich drei Hämmer. Fallen lassen. Nimm eine. Okay, aber erstmal nach Hause. Okay, da bin ich ein bisschen frightened. Ah, wo kommt der denn her? Hilfe! Scheiße. Was zu essen mit? Nee. Wäre ich nicht gesehen. Ah. Push ihn weg, schlag ihn. Okay, gebissen, blutend. in Hand noch gebissen. Schlag den um. Da kommt noch einer. Scheiße. Todesqualen. Ich hatte die doch geladen. Nein! Nachladen. Okay, toll. Da hast du einmal keine geladene Waffe dabei. So. Bandagen. An der Hand. Die sich aber auch immer fies von hinten anschleichen, die blöden Zombies. Ein ganz guter Schütze ist er ja wenigstens. Bis jetzt noch. So, am Torso. Ja, Hunger haben wir auch. Das war abzusehen. So, mit dem Groin auch noch. Dann sind wir erstmal wenigstens überall verbunden. Verbinde ich mal noch schnell. Noch schnell erschossen. Da kommt der da einfach rausgesprungen um die Ecke. Frechheit. Wahrscheinlich haben wir jetzt noch viel, viel mehr angelockt. Mit am wenigsten an der Pistole, wie viele Kugeln da noch drin sind. Ich habe doch wirklich nicht gesehen, den Zombie. Mann, Mann, Mann. 21 Stunden. Schon so ein Problem hier. War ganz schön schnell für einen Zombie, oder? So, erstmal was essen. So ein Salat hier. Na, das. Und haben wir jetzt noch, wir haben immer noch Hunger, ne? Okay, erstmal noch ein Brot. Erstmal die Sachen. So, ne. Erstmal die Sachen essen, die schnell weg müssen. Ja, ist nicht. Bodentreppe, dunkle Holztreppe, Holzboden, Bar, Möbel, Zaun, eine einfache Holzsäule. Okay, für Holzwand braucht man drei. Kann man das verbarrikadieren?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nur noch einen Hammer in der Hand habe, gerade. My home is my castle, heißt es hier jetzt, ja. Na, das lohnt sich ja mit dem einen Brett da. Das ist voll mit Zombies jetzt. Ja, die beiden auf alle Fälle immer noch umlegen, die sich da vor dem Haus rumtreiben. Auf alle Fälle, die ich hier brauchen kann, sind Zombies direkt vor der Wohnungstür. Okay. Das haben wir irgendwie noch gerade so überlebt. Huiuiui. Und wie es weitergeht, schauen wir uns dann einfach in der nächsten Folge an. Tschüss!